Eigentlich haben wir Buffords Zepter ja vollkommen nutzlos geklaut, weil Kathi ist ja gestorben, fällt mir gerade ein. Wir haben gar nichts dafür bekommen. Oder hat Geralt seine Miete und seine Schwesen damit bezahlt? Das kann auch sein. Schüssel, die leben echt. Oh. Juhu. Nur mal so. Ich habe eh noch auf dem Wasserpfeile. Hätte sein können. Zutrauen würde ich denen hier alles. Buffett war ziemlich sauer, als er nach seinem Trip bemerkte, dass ihm jemand sein wertvolles Zepter geklaut hatte. Das waren aber nicht wir, oder? Du Idiot, wenn wir einem von Ramirez' Jungs erstehlen würden, wäre das eine Kriegserklärung. Wer war's dann? Vermutlich Geralt. Nur er ist schlau. Und andererseits dämlich genug, so einen Job anzunehmen. Ah, Mist. Ja, da hat er leider recht. Wir sind auf jeden Fall der Diebesgilde bekannt. Du hast nichts gesehen und nichts gehört. Ich weiß, dass du da bist. Wieso? Der hat einen Schwächeanfall. Komm her. Glaube bloß nicht, dass ich dich vergesse. Oh. Kannst du nicht unter Demenz leiden? Die Form ist mir egal. Oh, du hast mich vergessen. Er hat mich nicht vergessen. Da motzt wie meine Katze. Ich werde dich in Stücke schneiden, Jungchen. Weiß doch gar nicht, wie alt ich bin. Du bleibst nicht lange in deinem Versteck, Schleicher. Aber das Versteck ist groß. Der hat gewusst, dass wir da sind. Er hat uns definitiv nicht vergessen. Wieso leidest du nicht an Demenz, hä? Ich habe ihn verloren. Ein Glück gewöhnt dich nicht an die. Und ich verspreche dir, du hast eine Chance gehabt und du bist ein Arsch. Uah, ich war's doch gar nicht. Das war mein böser Zwillingsbruder. Ein Glück tragen wir. Halt, Moment, das ist schlecht, dass wir keine Rüstung tragen. Komm, oh, hab ich schon verloren. Was ist ein Vorteil, dass wir keine Rüstung tragen? Im Nahkampf sind wir natürlich schneller tot als er, aber der Vorteil ist. Verdammt, wo ist der Kerl hin? Dass wir einfach schneller sind als er. Kannst du dir vorstellen, was wir mit unerwünschten Besuchern machen? Wir nehmen sie in die Gilde auf. Nein? Okay. Gott sei Dank noch erwischt. Wer sagt denn, dass ich nicht eingeladen wurde außerdem? Weil dieses Pulver hier. Ich glaube, ich gehe hier noch nicht lang. Ich speichere mal kurz und gehe hier lang. Viel einfacher. Haben die Wasserpfeile doch noch was gebracht? Ein riesiges Lager. Was ist das denn? Bilder. Die werden hier bestimmt lange halten in diesem feuchten Keller. Oh, das nehme ich gerne mit. Ein Teppich, der hier bestimmt auch schön modern wird. Anscheinend in ihr Diebeslager. So viel Sprengpulver, das ist abnormal. Was wollen die denn machen? In den Krieg führen? Ist das Gold oder ein Schädel? Buffett gehört zu Ramirez. Halt, ich glaube, da war gerade noch was. Pfanne oder sowas. Nicht weiter wild. Ich glaube, ich gehe doch hier lang. Okay, gesehen hat er uns nicht.
Er backt sich da ein bisschen fest, oder? Den hole ich mir erstmal. Okay, das hier ist eine Unterkunft auf jeden Fall. Ich habe echt das Gefühl, der ist ein bisschen festgebackt. Aber eigentlich hätte ich mir denken können, das ist eine Diebesgilde. Die sind natürlich voll mit Leuten. Wir haben unseren Beruf im Hinblick auf die Habgier der Monarchie gewählt. Wir leben nicht nur, um Steuern zu zahlen und die Beutel der Reichen zu füllen. Wir leben das Leben, das sich für einen freien Mann in dieser Zeit ziemt. Wir sind Diebe. Ich bin gierig, ich klau erst. Und mutig. Denn ich lasse die Wache sein. Katsching. Na toll, die geht in meine Richtung auf. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, aber es ist ja auch egal. Das ist irgendwie komisch, wer ist die Schlaue? Was? Oh, cool. Also, das hat was. Hilfe! Das ist eindeutig eine Einbrecherin. Ach Mann, Leute! Jetzt habe ich den Falschen genommen. Wir finden sehr, sehr viele Heiltränke, die man wahrscheinlich eigentlich auch braucht, aber da es ja die Ladenfunktion gibt und Speichern, brauchen wir weniger davon. Und dann Blitzbomben. Okay, Blitzbomben sind sehr willkommen. Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, in jedem Level mag ich Blitzbomben. Die können euch in jedem Level helfen. So, aber viel war hier bisher nicht. Und diese verriegelten Türen. Warum sind die Türen verriegelt? Haben die Zombie-Probleme oder sowas? Ich kann's nicht sagen. Da wird man ja wahnsinnig in dem, bei dem Level hier. Hätte ja sein können, ich hätte ihn zugetraut. Lord Randalls Kloake riecht vermutlich besser. Ja. Da waren wir schon drin. Übrigens, weil er Kloake gesagt hat, das ist tatsächlich ein Teil von einem Huhn. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ich glaube, hier war ich vorhin, oder? Ah. Sehr gut, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Ich finde es auch komisch, dass man einige so öffnen kann und einige nur mit, sagen wir, Hilfe. Also mit diesen Hebeln. Gott, ist dieser Level ist echt gigantisch. Ich gehe erstmal einen anderen Weg. Ich werde hier wahnsinnig. Das Problem ist, dass das alles neu ist für mich.
schon wieder Gegner. Das heißt, dass wir richtig sein müssen. Wie in den alten Tomb Raider Spielen. Wenn Gegner kommen, bist du richtig. Hey, war man da nicht vorhin? Anscheinend nicht. Man ist ja blöd. Nö, alles gut. Du bist keiner von uns. Was? Wer hätte mich gesehen? Dein Arsch gehört mir, Garrett. Oh oh. Au! Du Arschloch. Tut mir leid. Ich hätte Lust, dich da drin zu ersaufen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir gehen drauf, aber... Boah, ich hasse es, wenn du so viel Zeug im Inventar hast. Das dauert viel zu lange, bis du irgendwie was findest, was du brauchst. Ich dachte, was zum Teufel treibst du hier? Oh, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Hat er gerade gegen die Tür geschlagen? Viel zu langsam. Leute! Ich glaube mal, das ist wahrscheinlich Lord Randall. Der hat's ja hier heimisch. Oh, so viele Goldstücke. Tom, du bist mein bester Mann. Ich habe dich mein Personal auswählen lassen und du bürgst für jeden von ihnen. Auch den einzigen Schlüssel zu meiner Wohnung vertraue ich dir an. Denn schließlich bist du loyal. Denke aber nicht, dass mein Vertrauen bedeutet, dass ich deine Pflichten vergesse. Nimm das bitte als freundliche Erinnerung. Wenn Donalds Leute in meinem Haus kommen und den Schlüssel zu meinem Safe mitgehen lassen, bist du dran schuld. Und du weißt, dass ich immer alle Schulden eintreibe. Ruben. Hier... Super Idee, hier übrigens ein Feuer drin zu haben. In geschlossenen Räumen. Immer willkommen. Da ist ehrlich gesagt das Lungenödem aufgrund von Gasen schon mal vorprogrammiert. Wenn du nicht vorher erstickst. Was du auch beim Lungenödem tust, aber ist ja auch egal. Hat der jetzt einen Schlüssel? Nein. Wo ist der Schlüssel? Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Schlüssel dann wenigstens hier ist, aber anscheinend nicht. Mach die Tür mal. Mach die Tür zu. So, ich muss diesen scheiß Schlangenreif finden. Ach, Schlangenreif? Nee. Dieses scheiß Armband finden. Dann noch diese blöde Vase und nicht zu vergessen das Nazi-Gold. Ah, hier war ich vorhin. Und die Wirken sind hier unten. Ich hätte schon damit gerechnet, dass sie Burricks sind. Oder Schlimmeres.